Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Ich bin heute ausnahmsweise mal nicht der Tobi, sondern der Flo von Titus Painting. Tobi war so nett und hat mir hier den Sendeplatz zur Verfügung gestellt, um euch mal ein bisschen zu zeigen, was ich für ihn angemalt habe. Und zwar, die Älteren von euch werden sich sicherlich noch erinnern, im Sommer hatte Tobi von Warcradle die Mythos-Figuren zugeschickt bekommen. Und hat auch angekündigt, dass er mir die schickt zum Anmalen. Das ist jetzt endlich mal fertig geworden. Es tut mir auch leid, dass es so lange gedauert hat. Wie ihr wisst, zwingt Corona einen manchmal ein bisschen dazu, andere Prioritäten als das Figürchenmalen zu setzen. Und so war es jetzt auch hier. Ich möchte mich auch direkt nochmal kurz entschuldigen. Ihr seht schon, es ist alles nicht so ganz scharf und ein bisschen verwackelt. Das hat auch damit zu tun, dass ich mich jetzt an eine neue Kamera gewöhnen musste und alles ein bisschen improvisiert habe. So, fangen wir an. Das hier ist die Brotherhood of Belial. Das ist irgendwie so eine Polizistenfraktion mit Werwölfen gemischt. Und meine Idee war, dass ich jede Fraktion mit einem eindeutigen Farbschema kennzeichne. Also hier zum Beispiel diese Pommes Bases, das sind Kaffee-Umrührstäbchen, nicht von McDonald's, sondern extra gekauft. Hier mit diesem Lichteffekt von vorne. Licht ist generell so ein bisschen das Thema, was sich so ein bisschen durchzieht durch die drei Fraktionen. Hier habe ich dann auch versucht, nochmal die Schatten, gleich sieht man es, glaube ich, besser, wenn die einzelnen Figuren kommen, die Schatten nochmal mit Violett ein bisschen zu bemalen, damit man da auch nochmal einen richtig schönen Komplementärkontrast drin hat. Das hier ist die größte Figur, dieser Werwolf. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob die Bases vielleicht ein bisschen zu viel Fokus ziehen. Ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, irgendwie, weil ich auch ein bisschen Bock drauf hatte. Genau, jetzt hier seht ihr nochmal die hintere Ansicht. Diese violetten Töne, das fand ich ganz nett. Das war auch was Neues für mich. Generell fand ich jetzt diese Fraktion für mich selber am spannendsten zu bemalen. Diese Wasserdinger, die gleich noch kommen. Das hatte ich ja alles so schon mal. Und die grünen, mit den grünen Bases sind ja ein bisschen generisch. So, hier sehen wir jetzt nochmal eine ganz normale Infanterie. Ich weiß leider die einzelnen Namen nicht. Generell, die Belial-Fraktion hat mir am Anfang nicht so super gut gefallen. Also die Sculpts und so weiter sind natürlich alle tippitoppi, da kann man gar nicht meckern. Aber es wären jetzt nicht Figuren, die ich mir persönlich gekauft hätte. Einfach weil der Stil mir nicht so hundertprozentig zusagt. Dieses 3D-modellierte bin ich einfach nicht so der Fan von, aber ist wie gesagt Geschmackssache. Und auf der anderen Seite fand ich es auch ganz cool, dass ich dann auch mal solche Figuren anmale, die ich sonst wahrscheinlich mir nicht geholt hätte. Ja, ich habe auch mich ein bisschen an NMM versucht. Ist natürlich nicht perfekt, aber ich glaube, für Spielzwecke reicht es aus. Hier der dicke Polizist, da fehlt eigentlich nur noch der Donut. Ne? Und ein bisschen auch mit Grünfarben, so ein bisschen Olivgrün hier mit reingebracht, um diese alten grün-beigen Polizeiuniformen anzudeuten, die es ja mal gab. Und hier auch die Hunde im Schäferhundschema. Und auch wieder versucht, mit den Lichteffekten ein bisschen zu spielen. Übrigens, hier wurde keine Airbrush benutzt, sondern das alles per Hand bemalt. Ziemlich viel nass in nass. Aber ich werde auch auf meinem Channel in naher Zukunft nochmal ein Bemaltagebuch, ein halbes Bemaltagebuch veröffentlichen. Da werdet ihr dann nicht sozusagen Tutorials sehen, wie ich jede Figur eins zu eins gemalt habe, sondern ich habe so ein bisschen den Malprozess begleitet, hin und wieder die Kamera mal angemacht und berichte dann hier. Ne? Und hier sehen wir jetzt auch schon direkt die nächste Fraktion, diese Unterwasserfraktion, von der ich eben schon sprach. Und es ist super scharf. Ah, jetzt geht's tatsächlich. Also ich habe ja auch schon mal mehrere Unterwasserprojekte gemacht. Insofern war diese Unterwasser-Base-Geschichte für mich jetzt nichts Neues. Aber ich dachte mir, das funktioniert, das sieht immer ganz nett aus. Und Tobi freut sich ja vielleicht auch, wenn er ein bisschen blaue Bases mal hat mit diesem Lichteffekt. Es gibt da übrigens auch ein Tutorial auf Tobis Channel, was ihr euch mal angucken könnt, was ich auch vor einiger Zeit aufgenommen habe. Ja, hier die Bases. Ein bisschen ausgefallener als einfach nur die Figur draufzustellen, finde ich. Das ist Holz, was ich neuer aufgesammelt habe, also quasi das, was von den Raketen runtergefallen ist.
dann gesäubert und dran geklebt. Ja, und was vielleicht auch ganz nett ist, ich weiß nicht, ob man es bei dieser Figur sieht, doch ich glaube schon, bei dem Kraken, achtet mal auf das Schwarz. Ja, das reflektiert ein bisschen. Das hat damit zu tun, dass ich da kein mattes Schwarz benutzt habe, sondern ein Fehlkauf, den ich mal getätigt habe, und zwar ein glänzendes Schwarz. Aber ich finde es ganz nett, irgendwie damit manchmal so Effekte zu machen. Auch hier auf den Krabben seht ihr das vielleicht so ein bisschen, dass noch so ein bisschen glänzt. Ja, so Effekte zu machen, gerade bei so Krustentieren oder Spinnen oder so, finde ich es immer ganz nett, wenn das dann auch ein bisschen glänzt, und habe dann dementsprechend auch den Mattlack an diesen Stellen natürlich ausgesetzt. Hier hinten auch nochmal, die Kugeln sind schon wieder weg, mit ein bisschen OSL. Ja, und die gute Dame hat auch ein paar Tentakeln unter ihrer Kutte. Was haben wir hier? Genau, hier seht ihr es vielleicht auch nochmal ganz gut mit diesem mit dem glänzenden Schwarz. Und auch hier wieder die Silvesterraketenhölzchen. Ja. Ein paar violette Töne auch mit drin, um das alles ein bisschen aufzubrechen. So, und hier die dritte Fraktion, die Wildborn. Finde ich ein bisschen am generischsten von der Bemalung her, einfach grüne Basis. Aber auch ein bisschen mit diesem Lichteffekt, dass manche Stellen einfach ein bisschen heller sind als andere. Die Idee war da so ein bisschen Licht darzustellen, was quasi, also dass die sich im Wald befinden und was dann quasi durch die Bäume bricht. Und ja, ne, da guckt man einen Moment nicht hin und dann ist alles quietschebunt. Eigentlich wollte ich das ein bisschen düsterer gestalten, aber gut, jetzt ist es nun mal so. Und hier sehen wir auch schon mit den schönen gefärbten rosanen Haaren. Der Dude, oder die Frau, besser gesagt, mit dem offenen Bauch. Und ja, das Moos, was unten dran ist, das ist tatsächlich echtes Moos, einfach ein bisschen mit Bastelleim eingerieben und dann härtet das schön aus. Tobi, da musst du ein bisschen aufpassen, dass dir der Kram nicht abbricht, das geht schnell. Aber selbst wenn, ist es ja auch kein Weltuntergang. Hier die Emo-Braut mit dem Pentagramm auf dem Rücken. Hier die Schlangen fand ich auch ganz nett, auch wieder dieses glänzende Schwarz zum Einsatz gekommen. Ja, das heißt, man hat dann quasi, obwohl man unterschiedlichste Farbschemata hat, ja, doch verbindende Elemente neben dem Licht halt auch nochmal diese glänzenden schwarzen Effekte. Das sind kleine Feinheiten, aber ich finde, das schweißt die Projekte, beziehungsweise das eine große Projekt dann doch ein bisschen zusammen, sodass man erkennt, dass das alles zusammengehört. Ja, hier die beiden Figuren habe ich erst einzeln angemalt und dann zusammengeklebt. Anders würde ich es auch nicht empfehlen. So, jetzt hier nochmal ein kleiner Überblick. Blau, Gelb und Grün. Tobi, danke nochmal für deine Geduld. Ich hoffe, die Figürchen gefallen dir ganz gut und du hast auch Würfelglück damit. Und ansonsten alles Gute, lass Tobi ein Like da, und ihr kennt ja die ganze Chose, und ich freue mich auch, wenn ihr dann mal vielleicht bei mir vorbeischauen werdet. Also, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!